Ja, hallo, da ist Michael von Husky Karlsruhe und von hundewollengesundleben.de. Ich befinde mich in unserer Husky-Futterküche. Hier wird jeden Tag das Fressen für die Hundis, für die Fellnasen zubereitet. Wir werden immer wieder gefragt, was füttert ihr euren Hunden, beziehungsweise wie viel füttert ihr euren Hunden? Das werde ich immer wieder gefragt und ja, deswegen mache ich heute mal so einen kleinen Film für euch. Überwiegend füttern wir Nassfutter, das heißt, wir haben hier unsere Reigo-Produkte. Wir füttern in der Regel die Maxi-Doc mit sehr hohem Fleischanteil. Das ist unser Hauptbestandteil des Futters, brauchen die Huskies natürlich auch. Ja. Generell ist so, dass ich hier so ein bisschen auf die Fütterungsempfehlung auch gucken muss bei den Dosen, bei dem Futter. Und da stehen wir bei unseren Huskies, sind wir so ja, ungefähr bei 25 Kilo. Ja. So, jetzt ist natürlich so, dass unsere Huskies auch sehr viel laufen. Laut Futterempfehlung von Reiko ist für einen 20 Kilo Hund ungefähr eine 400 Gramm Dose ausreichend. Das heißt Tagesfutterempfehlung. Unsere Hunde sind sehr viel am Laufen. Wir laufen zum Teil 6, 7 Stunden am Tag. Wenn wir Programm haben, zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag, laufen wir gefühlt freitags, mittags los und kommen sonntags abends nach Hause. Unter der Woche laufe ich auch sehr viel. Ich spanne die auch vor den Karren und dann dürfen die auch mal ziehen. Das ist, unsere Huskies sind natürlich sehr viel unterwegs und deswegen brauchen die natürlich auch ein bisschen mehr, was jetzt hier an der Fütterungsempfehlung draufsteht. Aber das ist dann gar kein Problem. Wir machen das einfach so. Wir füttern tatsächlich Trockenfutter und Nassfutter gemischt. Ja, jetzt werden viele wieder sagen, was? Trockenfutter, Nassfutter gemischt? Das geht doch gar nicht. Soll man doch gar nicht machen. Man soll doch das Trockenfutter nicht mit Nassfutter mischen, da ja beide Futter verschiedene Verdauungsprozesse haben und Verdauungszeiten haben. Ja, das ist einerseits ist richtig, andererseits macht es gar nichts aus. Wir machen das schon jahrelang. Ja, und im Prinzip, damit wir bei beiden Futtern das mineralische Gleichgewicht haben, was für die Hunde sehr, sehr wichtig ist, dass sie das Gleichgewicht haben, das mineralische Gleichgewicht, damit der Mineralienhaushalt im Hund komplett abgedeckt ist. Ja, sonst kann nämlich passieren, dass sich natürlich der Hund die Mineralien irgendwo herauszieht, unter Umständen meistens aus dem Fell, aus den Knochen und so weiter. Und dann, ja, kurz und lang, irgendwann wird der Hund krank, weil ihm einfach die Mineralien fehlen. Ich zeige jetzt einfach mal hin, hier in dem Napf hier. Wir machen das Trockenfutter hier rein. Ja, also sprich in der Menge, ich wiege das jetzt nicht ab. Ja, also ich habe da schon mittlerweile ein Gefühl, damit man das im Prinzip hier reinmacht. So, das heißt, wir machen hier den Flockenmix rein. Ich mache jetzt hier einfach zu dem Flockenmix, mache ich einfach, ich habe hier eine Wasserkanne, mache ich immer Wasser mit dazu. So, und jetzt lasse ich das Futter, das Trockenfutter, lasse ich dann einfach, ich stelle dann alle 11 Näpfe hin, wir haben ja 11 Huskies, dann lasse ich die Näpfe einfach stehen. Und es entsteht dadurch schon ein Verdauungsprozess im Napf. Ja, beim Wolf ist es ja auch nicht anders. Ja, der Wolf, der sagt ja auch nicht, wenn er jetzt ein Hase, wenn er jetzt Rüben gefressen hat oder Bären gefressen hat oder irgendwas, wo einen anderen Verdauungszyklus hat, wie jetzt zum Beispiel ein Hase, ja, sagt er jetzt auch nicht, ey Hase, du bist zwar super lecker, aber ich habe jetzt gerade Bären gefressen, ich kann dich jetzt leider nicht fressen, ich muss warten. Der frisst ja auch beides. Wir essen ja auch Salat, ja, und Pommes, ja, und dann vielleicht noch ein Steak. Das hat ja auch verschiedene Verdauungsprozesse. Bei uns ist das ja auch kein Problem. Ja. Ja. Das ist soweit den Flockenmix, den machen wir damit rein, den weichen wir auf. So, dann mache ich von ab und zu gern, mache ich auch gern von Reiko das Pro 5 mit dazu. Das Pro 5 ist eine ganz spannende Sache, das ist gerade für die Darmflora zum Aufbau, zum Regenerieren der Darmflora. Machen wir immer gern mal wieder rein. Wenn die Darmflora vom Hund in Ordnung ist, dann müsst ihr euch das vorstellen, ist das wie eine Rutschbahn. Das heißt, die Würmer, die können sich da nicht ansetzen, die gehen da raus. Ja? Wenn die Darmflora nicht in Ordnung ist, sage ich immer, dann ist der Darm innen drin wie so eine kleine Schmirgelpapierbahn. Ja? Und dann bleiben die Würmer sitzen, können sich festsetzen und dann hast du ein kleines Wurmproblem. Oder es kann zumindest mal passieren, dass du ein Wurmproblem hast. Wir machen das so, dass wir immer darauf achten, dass so die Darmflora von unseren Hunden gesund ist. Das machen wir A natürlich durch hochwertiges Futter. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dann natürlich auch gern durch das Pro 5, wo wir dann den Darm immer wieder aufbauen. Ja, das machen wir nicht immer, machen wir von Zeit zu Zeit. Genauso machen wir dann immer mal wieder die Pro 1 rein.
Die Pro 1 ist auch eine ganz spannende Sache. Die wirkt allerdings abführend. Ja? Das heißt, alles, was keine Miete bezahlt, geht raus. Ist auch eine ganz spannende Sache. Machen wir immer auch von Zeit zu Zeit. Geben Sie dann das Pro 1 rein, damit einfach, was alles keine Miete zahlt, halt rausgeht, damit da einfach der Darm sauber bleibt und damit auch, ja, somit umgehen wir die Wurmkur, ja, die chemische Wurmkur, weil wir einfach hier prophylaktisch schon dafür vorarbeiten, dass sich keine Würmer bilden und haben noch nie einen Wurmbefall gehabt. Ja, ganz spannend. Ja, das liegt einfach daran, weil die Darmflora der Hunde gesund ist, die Würmer keine Möglichkeit haben, sich festzusetzen und wir dann prophylaktisch mit den Dingen hier von Reiko natürlich hier auch vorbeugend Maßnahmen treffen. Dann kommt natürlich das Futter mit rein. Es wird dann vermischt, es wird verrührt. Durch das, dass das Trockenfutter dann auch angefeuchtet ist, gibt es dann schon eine schöne Konsistenz. Ja, und das fressen die natürlich nichts wie weg. Ja. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das natürlich mal 11. Ja. Wir haben hier dann die ganze Platte hier voll mit den ganzen Näpfen stehen. Und dann kriegen die ihr Abendessen bzw. ihr Frühstück und sind dann den ganzen Tag fit. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt natürlich fragen, warum füttern wir überhaupt Trockenfutter und Nassfutter gemischt? Das hat einfach Kostengründe. Ja, das machen wir aus Kostengründen. Es ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, bei 11 Huskies, wenn man die natürlich jeden Tag füttern muss, kommt da einiges an Kosten auf uns zu. Und deshalb haben wir natürlich hier die Lösung gefunden, dass wir einfach ein gutes, sehr gutes Trockenfutter und ein sehr gutes Nassfutter kombinieren und dadurch dann die Futterkosten reduzieren. Zusätzlich machen wir natürlich auch noch zum Beispiel Karotten, machen wir auch mal ins Fressen rein, verschiedene andere Gemüse. Wir machen auch mal Nudeln mit rein, ja, machen wir auch mal, dass ich dann Nudeln frisch abkoche oder Reis, dass ich dann frisch abkoche, solche Dinge. Und somit kann man das Futter natürlich dann auch auf eine gesunde Art und Weise, wir machen auch mal Äpfel mit rein, ja, dass man einfach das auf eine gesunde Art und Weise das einfach das auch ein bisschen strecken kann. Wir haben natürlich auch Tage, wo wir dann nur barfen, das heißt nur Barfleisch. Barfleisch machen wir dann auf verschiedene Art und Weise. Wir haben zum Beispiel Fertigbarf, das Barf Light nennt sich ja so, ja, ein bisschen was. Das heißt, es ist dann da schon alles drin, es ist gefroren, haben wir dann meistens von Graf Barf das Futter. Machen da dann natürlich dann auch von Reiko verschiedene Dinge noch mit dazu. Die Kräuter, es gibt unheimlich viele gute Kräutermix, die man da mit reinmachen kann. Und bei uns ist wichtig, wir setzen alles auf Natur. Bei uns gibt es keine Chemie, auch im Zeckenschutz. Wir setzen auch im Zeckenschutz auf Kräuter bzw. auf die ätherischen Öle. Da haben wir auch von Reiko ein ganz gutes Produkt. Das riecht wie, wir haben Kunden, haben wir mal gesagt, bei euch im Wald riecht es wie ein Saunaaufguss. Ja, das riecht so zitronig, also richtig lecker. Da steht auch nicht drauf, dass man den Hund 12 Stunden nicht anfassen darf, ja, wie es bei manchen Produkten so ist. Es ist keine Chemie, sondern das ist wirklich reines ätherische Öle und das alles natürlich. Ja. Hilft natürlich keine 100%. Ja. Allerdings, wir machen das so, dass wir dann auch noch Kokosöl zum Beispiel ins Fressen reinmachen. Das ist auch ganz gut. Fressen die Hunde auch ganz gerne. Ist für die Gesundheit auch gut und hilft auch noch gegen Zecken. Das heißt, wir haben dann einen Zweifachschutz. Zum Teil kriegen sie dann auch noch die Z-Snacks von anderen Anbietern. Die sind dann so ja, wie so Leckerlis, kann man den Hunden dann auch noch geben. Die tun dann auch noch gegen Zecken schützen auf natürliche Art und Weise. Und das ist dann im Prinzip Dreifachschutz. Ja. Und so kommen wir eigentlich durch die Zeckenzeit ganz gut durch. Ja, bei uns ist auch wichtig, weil wir sind sehr viel mit Kindern unterwegs. Unsere Hunde laufen unheimlich viel mit Kindern und die sollen natürlich die Hunde auch streicheln dürfen und können. Und für den Hund ist natürlich reines Gift, ja, wenn man die ganzen Chemieprodukte. Und wenn ihr mal so ein bisschen nachlest, wir haben auch einen Bericht bei uns auf der Seite, wenn ihr mal ein bisschen nachlest, was das alles mit dem Hund machen kann, was dafür Symptome auftreten und Nebenwirkungen auftreten können. Deswegen, wir raten da generell davon ab, von der ganzen Chemie. Auch die Zeckenbänder ist auch Chemie. Sondern wir versuchen alles auf natürliche Art und Weise. Genauso machen wir es auch mit den Wurmkur, mit den Wurmus, wie ich es vorhin erzählt habe. Da gucken wir auch immer drauf, dass wir auf Prophylaxe setzen und nicht auf Bekämpfung. Ja, das heißt, ich sage auch immer so schön, bevor das Problem entsteht, muss ich dafür sorgen, dass es nicht entsteht. Ja? Und nicht im Nachhinein nichts machen auf gut Deutsch und im Nachhinein dann mit der Chemiekeule draufhauen. Ja? Das ist der falsche Weg. Ist meine Ansicht. Mag sein, dass vielleicht einer oder andere eine andere Ansicht hat. Ist ja auch okay.
Will da ja niemand verurteilen, aber das ist meine Ansicht. Deswegen, wir versuchen alles auf natürliche Art und Weise hier abzudecken. Und jahrelang fahre ich schon gut damit. Wir haben keine Probleme. Wir sehen den Tierarzt generell immer nur dann, wenn wir zum Impfen gehen. Ansonsten sind unsere Hunde top gesund und das sieht man auch an den Hunden an. Also jeder, der uns kennt und jeder, der unsere Hunde kennt, der weiß, unsere Hunde, die sind top. Ja. Ja, das ist dann auch das, was wir gerne in den Futterberatungen, in den Terminen mit euch machen, wo wir einfach euch das mal dann zeigen, wo wir dann einfach mal aufdeklarieren und wo wir dann euch mal zeigen, was ist denn in eurem Futter drin, was ist in unserem Futter drin, was kostet euer Futter und was kostet unser Futter. Und dann haben wir dann einen schönen Vergleich und ja, dann muss sich selbst jeder sein Bild machen und sich selbst entscheiden, wo, in welche Richtung will er denn gehen. Will ich dem Hund lieber ein gesundes, artgerechtes Futter mit dem mineralischen Gleichgewicht füttern, wo der Hund komplett mit allem abgedeckt ist, oder möchte ich ihm mein weiteres Futter, wo ich die ganze Zeit habe, füttern? Ja, oftmals ist es auch so, dass gerade zu dem Thema Durchfall, ja, ganz viele Hunde oder viele Hunde haben dann Durchfall oder haben irgendwelche Probleme in der Verdauung oder Unverträglichkeiten, Juckreiz und so weiter und so fort, kommt ganz, ganz, ganz viel von der Ernährung. Ja. Ganz viele wissen das nicht, rennen dann gleich wieder zum Arzt und da ist dann auch wieder so ein Thema. Aber wie gesagt, das kann ich euch also in der Beratung alles erklären. Ja. Das wollte ich euch nur nochmal erklären, warum wir Nassfutter und Trockenfutter mischen. Ich wollte euch kurz noch unseren Zeckenschutz ein bisschen erklären, was wir hier dazu prophylaxisch tun und ja, und nochmal auf die Fütterungsempfehlung eingehen. Ja. Also bei uns ist so, bei der Fütterungsempfehlung habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, durch das, dass wir Huskies haben, die sehr, sehr, sehr viel laufen, müssen wir natürlich unsere Fütterung ein bisschen denn anheben. Ja. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, Reiko schreibt da zwar drauf, braucht nur 400 Gramm, aber es ist nicht sättigend. Ja, das ist auch so ein Thema, wenn man solche Leute dann wieder anfragt, warum ist es denn nicht sättigend? Ich habe hier 11 Huskies und die sind alle gesättigt. Man sieht das beste Beispiel an unseren Hunden. Kann jeder, der bei uns vorbeikommt und eine Futterberatung macht, kann das sehen. Unsere Hunde sind ja dann auch da, sind ja vor Ort. Man sieht es am Kotablass bei den Hunden. Ja. Wir haben nur so kleine feste Knuckeln und wir haben keinen riesen Blatschen hier. Ja. Man sieht es an der Farbe des Kotablasses, an der Form, an der Konsistenz. Wenn man sich da ein bisschen auskennt an dem Kotablass, kann man sehr, sehr viele Dinge rauslesen. Ja. Und da kann ich sagen, unsere Hunde sind top gesund. Ja. Ist einfach so. Ja, und ja, genau, deswegen bei uns ist halt so, wir müssen ein bisschen mehr füttern. Das ist aber ja eine Empfehlung, eine Fütterungsempfehlung. Das heißt ja nicht, ich muss danach gehen. Ja? Wenn ich merke, dass mein Hund einfach ein bisschen mehr braucht, wie bei unseren Hunden, dann muss ich ihm halt einfach ein bisschen mehr füttern. Ja? Ist halt einfach so. Es ist eine Empfehlung, ist ja keine Vorgabe, wo ich sage, der Hund muss 20 Kilo, muss 400 Gramm fressen am Tag, sondern ist eine Empfehlung. Das ist eine, tut man auch gerne mal ein bisschen verwechseln. Ja? Wenn ich einen Hund habe, der nicht so agil ist, der nicht so viel unterwegs ist wie unserer, reichen die 400 Gramm. Dann ist die Fütterungsempfehlung auch korrekt. Ja? Habe ich aber einen Hund, der sehr agil ist, der sehr viel unterwegs ist, der sehr viel läuft, so wie unsere Hunde, oder vielleicht sogar im Zugsport tätig ist, dann reicht die Fütterungsempfehlung natürlich nicht. Dann muss ich die aber selbstständig. Das ist da, ich kann ja auch ein bisschen denken. Ja? Und wenn ich merke, okay, mein Hund braucht mehr, dann muss ich die einfach ein bisschen anheben. Aber das ist jetzt nicht nur bei Reiko so, das ist bei jedem Hersteller so. Ja? Wenn ich jetzt ein anderes Futter füttern würde, bräuchten die auch eine höhere Dosis Fütterungsempfehlung, weil natürlich unsere Hunde, egal was für Futter das sie fressen, sind sie viel unterwegs und brauchen einfach mehr Energie. Ja? Und das kann ich dann einfach kompensieren, indem ich dann einfach die Fütterungsempfehlung ein bisschen anhebe. Ja? Und wir machen es so, dass wir unser Nassfutter dann laut der Fütterungsempfehlung füttern. Ja, das heißt, wir füttern das so, wie es da drauf steht. Wir gehen nach der Fütterungsempfehlung und machen dann einfach on top dann noch das Trockenfutter mit dazu und sind dann natürlich über der Fütterungsempfehlung draußen und haben dann, wie gesagt, unseren Futterkosten können wir dann ein bisschen minimieren. Ja. Das ist das ganze Geheimnis dabei. Ja. Deswegen füttern wir auch Trockenfutter und Nassfutter gemischt, einfach um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. Ja, das wollte ich euch jetzt noch kurz erklären. Egal, ob das jetzt beim Trockenfutter von Reiko, egal, ob das jetzt ein Flockenmix oder ob das ein Alleinfutter ist, wie ich jetzt zum Beispiel hier unten auch habe. Ich mache manchmal zum Beispiel auch nur das, nicht nur den Fleischflockenmix, ich mache dann auch manchmal das normale Trockenfutter mit dazu. Und ja, und dann ist da auch das mineralische Gleichgewicht drin. Das ist immer ganz wichtig, dass einfach dieses mineralische Gleichgewicht stimmt. Habe ich euch ja auch vorhin schon mal erklärt. Ja. Ja,
Das wollte ich euch mal zeigen aus der Futterküche von Husky Karlsruhe bzw. Hunde wollen gesund leben. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Michael.